Amphipolis verkauft mehr Bronze, na endlich. Das haben die sich wieder anders überlegt. Aber Bronze brauche ich gar nicht mehr. Weil wir eh keine Statuen, keine Skulpturen mehr herstellen. Kann ich die nicht irgendwo verkaufen, um Geld zu machen? Zeig mal her. Sparta? Nein. Olympia? Nein. Korinth nicht. Wie heißen die? Palataia nicht. Thermopylae nicht. Eretria nicht. Marathon nicht. Delos nicht. Delos muss ich erobern. Knossos auch nicht. Odessos nicht. Amphipolis nicht. Bergpelion hat sowieso nichts. Was die von uns wollen, braucht Wein, produziert Bronzerüstung, Skulpturen. Theoretisch könnte ich mit denen so einen kleinen Pakt machen, dass wir uns gegenseitig verschenken. Aber die produzieren selber Skulpturen, das bringt mir nicht allzu viel. Na gut, dann müssen wir versuchen, erstmal Delos zu erobern. Sind jetzt hier genügend Leute eingezogen? Tatsächlich. Also, Delos angreifen. Wir schicken 8 Hopliten mit, 3 Triremen, Theseus den Helden und Marathon als Krieger. Los schicken. Bin gespannt, ob wir es diesmal schaffen, ob wir diesmal eine Stadt erobern können. Wenn nicht, haben wir echt schlechte Karten. Wo kaufe ich denn nun schon wieder ein? Das Geld wird immer weniger. Olympia schenkt Olivenöl. Oh, das ist aber nett. Das kann ich gut gebrauchen. Aber es sieht so aus, als wenn ich genug Olivenöl habe. Wo kaufe ich denn Olivenöl ein? Exporte. Olivenöl, Einkauf, Import stoppen. Und ein neues Lagerhaus für Olivenöl. Obwohl, hier könnt ihr noch Olivenöl mit reinmachen, dann nehmt ihr jetzt keine Wolle mehr an. Sondern Olivenöl. Korinth wird Rivale. Ich wende mich von ihnen ab, wieso ich, Hipponax von Korinth, habe mich dazu entschlossen, dass es lukrativer ist, ihr Rivale als ihr Verbündeter zu sein. Falls wir uns wieder treffen, wird das nicht sehr angenehm für sie sein. Das kann ich ihnen versprechen. Toll. Ich liebe es, wenn meine Freunde mich verlassen. Ich bin so einsam. Gleich weine ich. Oder auch nicht. So, dann brauchen wir eigentlich eine höhere Attraktivität an dieser Stelle. Wir bauen ein paar Parks. Della schenkt Drachmen, Dankeschön. Man kann in einer Stunde Spiel mehr über eine Person erfahren, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Delos schenkt Drachmen, aber Delos muss ich doch erobern. Oder? Tatsache. Wenn ich die erstmal unterworfen habe, ist alles gut. Das heißt, wir warten jetzt nur noch auf den Kampf. Oh, schon wieder ist die Invasion niedergeschlagen. Was soll ich denn tun? Sardis wird feindselig. Ich nehme ihren Namen nur ungern in den Mund, da er für einen üblen Nachgeschmack sorgt. Ich, Darius von Sardis, bin extrem wütend auf sie und dann kann alles Mögliche passieren. Schön. Und nun? Kriege ich jetzt einen Keks? Glaube nicht. Wir haben keine Waffen, wir haben nichts. Auch die Waffen hier sind alle weg, dadurch, dass die Leute besiegt wurden. Oh, Biso, bitte helfen Sie mir. Wegen eines Feuers, das kürzlich in unserer Stadt wütete, wende ich, Hegemochos von Olympia, mich an Sie um Hilfe. Ich brauche dringend Amphoren mit Wein. Hermes hilft Ihnen. Oh, das ist nett. Dankeschön, Hermes. Und tschüss. Brauche ich das wenigstens nicht machen, kann den Wein für mich behalten. Aber was ich eher brauche, sind Waffen. Besiegte Krieger kehren zurück. Wieder mal. Das ist doch unglaublich. Wie soll ich das denn schaffen? Jetzt haben wir Bronze, aber können selber keine Waffen herstellen. Das ist doch zum Heulen. Ich glaube, ich baue nachher nochmal irgendwo ein weiteres Gebiet hin für Patricia. Oder stell die direkt dahinter. Das müsste auch funktionieren.
Olympia schätzt sie mehr, das ist schön. So, dann machen wir hier eine Straße entlang. Eine Sperre hin. Was war das für eine Nachricht? Alle zahlen Tribut. Sparta wird Rivale. Ich wende mich von ihnen ab, Bisu. Ich, Brasidas von Sparta, habe mich dazu entschlossen, dass es lukrativer ist, ihr Rivale zu sein. Toll. Da freue ich mich aber. Ich glaube, wir haben die falschen Spione gehabt. Die haben uns ja erzählt, dass alle wohl schwächer geworden wären. Aber das war eine Finte. Zufriedenheitsdenkmal verfügbar. Ich brauche eine Philosophenschule, eine neue. Außerdem eine Schauspielerschule. Wir brauchen ein Architektenbüro. Dann ist das Wichtigste schon mal da. Dann bauen wir hier vorne noch eine Agora. Eine große Agora möglichst. Und ich brauche neue Leute, die bei mir wohnen. Marathon wird wütend. Warum das denn? Gespött der Welt. Ich, Aeropos und mein Volk in Marathon verachtet sie. Wir könnten uns entschließen, ihnen das Leben unangenehm zu machen. Ich mag's nicht, verachtet zu werden. Das ist aber nicht nett. Wir haben noch genug Essen. Gerade so. Beide Silos sind vollgestopft. Wir reißen jetzt an dieser Stelle das eine Haus ab. Bauen eine Straße entlang. Mit einer Sperre. Dann brauchen wir die große Agora. Die kommt damit hin. Nee, kommt sie nicht. Zurück. Wo stelle ich die jetzt hin? Große Agora, bau die mal hier vorne. Delos wird feindselig. Ich glaube, ich habe es mir verkackt. Lebensmittelhändler dorthin. Wollhändler dahin. Ölhändler dahin. Waffenhändler hier. Weinhändler da. Ganz viele neue Patriziergebäude. Marathon rebelliert. Sollen sie doch. Weitere Arbeitskräfte kommen. Also so langsam kriege ich das kalte Flattern innerlich. Das ist nicht schön. Ein Podium. Ein Theater. Hat jemand meinen Speer gesehen? Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? Wir brauchen im Prinzip Waffen. Ich werde jetzt versuchen, den einen oder anderen Marathon werde ich jetzt hier mal so ein bisschen beschenken. Die produzieren Wein, die brauchen Wolle und Olivenöl. Dann werde ich denen jetzt einfach mal Olivenöl zukommen lassen. 16 Krüge. Das wird für eine Weile reichen. Ich brauche von Sparta weitere Waffen. Aber Sparta ist jetzt feindselig. Also Olympia.
Die haben alles, was sie brauchen, außer Waffen. Wir brauchen hier oben noch einen Steuereintreiber. Die brauchen Rüstung, Rüstung, Rüstung. Attraktivität. Olympia schenkt Rüstung, sehr schön. Rüstungen, gut. Wir werden uns jetzt erstmal um Attraktivität kümmern. Amphibolus zahlt Tribut. Sehr schön. Aber Marathon hat noch nichts dazu verlauten lassen, was jetzt eigentlich aus unserem Geschenk geworden ist. Marathon ist dankbar für Olivenöl, ne? Also geht doch. Dann importieren wir jetzt weiteres Olivenöl, dann können wir uns gar nichts mehr einkaufen. Wenn wir erstmal wieder Waffen haben, dann geht's aufwärts, hoffe ich. So, die haben alle Waffen. Die noch nicht. Das kommt später. Zufriedenheitsdenkmal hin. Theoretisch haben wir genügend Patrizier hier bei uns in der Stadt. Wir könnten das alles hier mit einmal abschließen. Wir bräuchten bloß Rüstungen. Verdammt. Öl ist auch da. Was brauchen die noch? Warum holen die sich nichts? Weil sie keine Attraktivität haben. Das ist nicht schlimm, dafür kann ich sorgen. Einen Park. Bitteschön. So, dann kriegen wir neue Einwohner. Neue Leute, die für uns arbeiten. Nur noch ein paar verdammte Rüstungen. Das kann doch nicht wahr sein. Olympia. Marathon ist immer noch am Lodern. Durch Rebellion ausgesetzt. Das ist okay. Wo ist Olympia? Da. Die kaufen Marmor. Dann schenke ich denen jetzt einfach mal Marmor. 16 Platten, da müssten die glücklich sein. Hoffentlich schenken die mir wieder Waffen. Ich weiß ja nicht, wie viel Angriffskraft wir brauchen, um Sardis oder die andere Stadt zu erobern. Das ist gar nicht so einfach. Amphipolis verkauft weniger Bronze, Rebellion vorüber. Bitte vergeben Sie mir, wieso ich, Aeropos von Marathon, sehe jetzt ein, wie dumm ich gewesen bin. Die Rebellion gegen Sie war ein Fehler und ich besinne mich wieder auf meine Pflichten. Ich zahle Ihnen gerne wieder Tribut und freue mich darauf, mit Ihnen Handel treiben zu können. Das ist aber schön, Arschloch. Sagt man nicht. Ach, guck mal, die haben sich sogar Olivenöl geschmausert hier. Idioten. Olympia bittet um Wein. Hermes hilft mir. Dankeschön. Der hat die Forderung übernommen. Das heißt, wir kriegen gleich wieder Rüstungen und die können wir dann an unsere Leute verticken. Wie sieht's aus mit unseren Schiffen? Haben die alle Rüstungen bekommen? Drei. Alles gut, okay. Der Händler hier oben hat noch drei Rüstungen.
Der wird also nicht allzu viele nehmen. Der hier wird die restlichen bekommen und dann müsste es aufwärts gehen. Dann kriegen wir auch weitere Hopliken. Endlich, Delos beginnt Invasion. Es ist furchtbar, wie so ein heerfeindlicher Griechen von Timokreon, Oberhaupt von Delos, rückt näher und wird in 2 Monaten versuchen, in die Stadt einzufallen, weil sie Meerland ihr eigen nennen wollen. Olympia dankbar für Marmor, das ist schön, Olympia liebt sie. Hoffentlich schenken die mir jetzt noch mehr Waffen. Wir speichern an dieser Stelle mal unter LP02 oder 01. 01 ist, glaube ich, ganz gut. Speichern. Dann warten wir es ab, was passiert. Eventuell könnten wir sogar ein bisschen Wein verkaufen, aber ich weiß nicht an wen. Will ja keiner welchen haben. Und Bronze brauche ich nicht. Ich brauche keine Skulpturen, ich brauche gar nichts mehr. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen bloß versuchen, alles zu erobern. Vorbereitungszeit ist abgelaufen. Olympia schätzt sie mehr. Marathon liebt sie. Ich bin ja auch der Beste. Delos beginnt mit der Invasion. 1875 Drachmen schmeißen wir ihnen in den Rachen, einfach nur, dass sie uns in Ruhe lassen. Invasoren wurden damit vertrieben. Amphipolis zahlt Tribut, ihr zahlt Tribut, sehr schön, 400 Drachmen als Tribut, Odysseus zahlt Tribut, alle zahlen Tribut, alles ist toll. Tja, so schnell kann es wieder vorbei sein. Wo bleiben meine Waffen? Kann ich nicht aus Olympia einfach die Waffen abfordern, abkaufen? Nein, kann ich nicht. Gibt's nicht irgendjemanden, der mir Waffen verkauft? Nein, gibt es nicht. Gibt es jemanden, der mir Pferde verkauft? Ich glaube, wenn ich Pferde hätte, dann hätte ich jetzt schon längst gewonnen. Nein, gibt es nicht. Na gut, dann gucken wir uns im nächsten Part um, wie wir an Waffen kommen. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und dann bis gleich.